Ja, dann herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von, wie viel ist das denn, die sechste, genau, zur sechsten Folge von Kronos Twins. Das ist ganz wichtig, dass wir es so betonen. Okay, ja, wir fangen an, wir haben Granat besiegt und sind jetzt in der vierten Welt, irgendeinem futuristischen Komplex mit so Kachelhintergrund im, also hier sind ja überall solche Kacheln, also drei Ebenen hier. So, dann schauen wir mal, also. Die gehen sich ja einem bestimmten Vorwärtsmuster. Das heißt, wir müssen einfach nur durch dieses Vorwärtsmuster gehen. Sehr schön alles. Und was man hier sagen kann, die Hitboxen sind sehr gut, beziehungsweise sind auch sehr kulant gegenüber dem Spieler. Also, das Spiel ist vom ganzen Game Design wirklich gut durchdacht. Obwohl es so unbekannt ist, ist es wirklich gar nicht verkehrt. So, ich glaube, wir können es jetzt einfach hier durchbefördern lassen von diesen Förderbändern. Wir müssen halt nur mal gucken, dass wir da nicht zu früh weitergehen. So, ich glaube, hier war jetzt eine kleine Lücke, ne? Hier war so ein kleines Loch, ne? Das ist fies, das ist fies. Upsala, 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 warten, 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 warten. So, da kommen wir rüber. Und die Musik, warte, ich will hier mal ein bisschen hören. Das geht, die ist so ein bisschen minimal, ne? Aber wenn es so ein bisschen losgeht und wenn man nachher gegen so einen Zwischenboss kämpft, kann ich schon mal sagen, hat das so einen gewissen Flow. Das ist natürlich jetzt nicht die aufwendigst produzierte Musik, das kann man schon mal sagen. So, den kann man nur betäuben, soweit ich noch mich erinnere. Man kann, genau, jetzt fängt er wieder an, aber ist nicht schlimm. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommt, glaube ich, der Zwischenboss. Das ist nämlich so ein, ich weiß nicht genau, aber der teleportiert sich auch und oh Scheiße, da habe ich mich jetzt blöd benommen. Okay, genau, und der Zwischenboss ist jetzt wirklich in zwei Zeiten. Du weißt nie, wo der auftaucht und das macht es schwierig, ihn zu treffen. Der hält nicht so viel aus, aber er macht doch dann diesen Red Hot Kick von Futureful Joe. Ja, das ist, upsala. Und jetzt auf ihn, okay. Ja, man kann natürlich, oh Scheiße, bin jetzt gerade nicht gut dabei. Ja, da kann man ihn nicht treffen. Man kann natürlich sich auch nur auf eine Ebene konzentrieren und die andere aufs Ausweichen, aber das wäre ja natürlich ein bisschen lame. Ach Scheiße, okay, jetzt hat er uns erwischt. Ah, nicht so schön, nicht so schön. Die Sache ist ja die, okay, jetzt haben wir den Checkpoint schon. Okay, wir probieren es nochmal. Wir können, ich denke, das Leben können wir wieder wettmachen. Aber es wird halt ein bisschen härter. Wichtig ist, dass wir für den Boss zumindest am Ende wirklich mit zumindest ein Leben hinkommen. Also mit einem dieser blauen Leisten. Okay, ja, verdammt. Ich werde jetzt mal nicht aufladen. Aufladen dauert zu lange. Normales Schießen ist besser. Da kann man besser darauf reagieren. Weil der ist ja ständig woanders auch kommen. Und den kann man von der Höhe teilen. Alter, hat der angetäuscht? Kann teilweise von der Höhe nicht erwischen. Oh, weg hier von ihm. So, jetzt einmal schön. Ja, jetzt können wir ihn richtig schön Schaden machen. Oh, nochmal, 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 nochmal. Okay, das war jetzt. Jetzt hat er sich ja quasi uns ausgeliefert. Also je nach RNG kann das auch schon mal besser enden. So, das ist, glaube ich, ein Schalter. Wofür ist das denn jetzt gut? Ach so, jetzt müssen wir ihn gleichzeitig aktivieren. Oder reicht es? Ne, man muss auch schon aufladen. Genau, okay. Also man muss dann zunehmend mehr in beiden Zeitebenen auch machen, wenn es so an Sachen kommt. Ich erinnere mich auch, in dieser Welt, in dieser Area, gibt es nicht so viele Rätsel, sondern mehr knobelig knifflige Passagen, wo man wirklich aufpassen muss. Also gerade mit den vielen Laufbändern, die wir ja eigentlich schon kennen. Oder ich habe jetzt gar nicht auf mich. Nein! Schon gut. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt gar nicht hingeguckt. Ist nicht schön. Kriegen zumindest eine Energy wieder. Also jetzt hab ich gerade irgendwie voll gepennt bei dem Bildschirm. So einfach rüber. Ach nee. Okay, da muss ich hier rüber sliden, ne? So, jetzt rüber. Oh Mann. Okay. Können wir die ausschalten? Nö. Also da müssen wir schön dazwischen. Eieieiei. Da fliegen schon ein paar Projektilien. So, ihn schön betäuben. Oh. Oh, oh. Rüber. So. Checkpoint. Ich hoffe, wir kriegen noch mehr Lebensdinger. Also, weil fürs erste Level ist das natürlich schon nicht so geil. Aber ich weiß zumindest, dass der vierte Boss kein Level voraussetzt. Dass man keine Passage davor spielen muss. Deswegen, oh, ich glaube, das kommt wieder der Zwischenboss. Ah, ne, das ist so ein Zelda-Moment jetzt gerade. Also einfach den Dingern ausweichen, bis wir fertig sind. Ja, wobei die kommen immer wieder neu. Muss ich abballern? Ne, ich glaube, man muss aber ab. Ich glaube, man muss einfach nur ausweichen, aber wir werden sehen. Weil was anderes gibt es ja nicht zu machen. Die werden auch immer schneller, genau.
Eieiei, okay. Also ihr seht schon, ja, war ja alles schön mit den Rätseln so. Ein bisschen so hier gucken, aber Rätsel können er natürlich nicht umbringen und sind also nicht so frustrierend wie sowas. Oh Gott. Ich bleibe jetzt hier am rechten Rand. Irgendwie passt das. Ja, tut mir leid, dass ich so weit nach rechts außen gerutscht bin. Am rechten Rand. Aber so passiert das manchmal. Okay, das war das erste Level. Also je nachdem, was wir da noch so finden. Dann gucken wir doch mal, wie wir uns so weiterhin schlagen. Also ich erinnere mich auch, ich habe auch immer mal wieder das Spiel angespielt als Kind. Und ich weiß, so ab der vierten Welt habe ich gerne mal so Schluss gemacht irgendwie. Dann habe ich es nicht mehr weitergespielt. Irgendwie fand ich die, glaube ich, nicht so gut. Oder vielleicht fand ich es auch zu frustrierend, das mir so durchzuziehen. Aber die vierte Welt, da muss man sich schon ordentlich anstrengen. So, hier rüber. So, und jetzt wird nochmal alles, was er so kennt, kombiniert. Auch in verschiedenen Zeitebenen. So. Immer schön anstrengen, immer schön anstrengen. Und oh, krass, wie ich das mache, oder? Krass, wie ich das mache. So, aber es ist noch nicht vorbei. So. Also das war ja jetzt, da habe ich mich aber richtig gut durchgebracht. Oh Gott, die Stelle. Ja. Ich erinnere mich so vage dran. Also das sind so mehrere Aufzüge. Und hier muss man wirklich schnell reagieren, weil die Gegner, die können uns schnell überrumpeln. Ich glaube, die schießen so Geschosse ab, wenn wir sie zu lange am Leben lassen. Na gut, erstmal können wir nur nach oben ballern. Oh, jetzt ist der da hinten. Scheiße. Okay, jetzt hier rüber. Immer schön gucken. Also unten sind ja nur die Fallen. Es kann sein, dass gleich oben Fallen auch noch hinzukommen. Also bisher müssen wir ja nur gucken, dass wir oben abballern und unten ausweichen. Und ich meine, man hätte auch einfach eine feste Plattform machen können. Ne? Aber so machen sie es, um sich zu verwirren. Eigentlich hält das gut stand. Ist aber die Frage, warum es. Oh Gott, warum? Warum das in der Vergangenheit so ist und in der Gegenwart so. Aber ey, was weiß ich. Das macht nicht unbedingt immer alles Sinn an der Stelle. Es sind eigentlich nur zwei Bildschirme, aber für Rätsel ist dieser Kontext schon sehr cool, damit das schon irgendwie Sinn macht. Ach, jetzt haben wir wieder volle Energy. Ach, stimmt. Achso, haben wir. Ach ja, wir haben ja zwischendurch auch Energy bekommen. Also nicht schlimm, dass ich getroffen wurde. Eigentlich alles gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen blauen, dann haben wir wieder alles voll. Ja, okay, das ist so ein bisschen. Hier müssen wir auf jeden Fall springen. Jupsala. Kann ich auf jeden Fall stehen bleiben. Dann zurück hier. Kann auf jeden Fall sehr schnell eigentlich kann man sehr schnell den Slider canceln. Das ist eigentlich auch gut. Warte mal hier. Ups. Ja. Gott, jetzt kommen zwei von denen. Die sind so leicht versetzt, wie wir sehen. So, aber kein Problem für den. Für den Profispieler, Profi, ne? Schon gut. Oh Gott, jetzt haben wir hier so beides. Ich versuche so mittig zu stehen. Ich glaube, das sollte klappen. Ja. Oh, scheiße, ich gehe meiner Pflicht nicht nach, die Gegner, den oberen Bildschirm zu säubern. Oh, ich kann ihn gar nicht treffen durch die Barrieren. Also, sie werden früher oder später anfangen zu schießen. Aber die schießen nur nach unten. Also, alles halb so wild. Ja. Ist auch irgendwie, glaube ich, zufällig, wenn die schießen, ne? So einfach in der Mitte bleiben jetzt hier. Wobei, zumindest solange es geht, ne? Oben die Barrieren, die vergesse ich gerne mal. Oder jetzt hier unten sind auch Barrieren. Also ja, Hitboxen ist schon nett. Okay, ich kann jetzt ruhig getroffen werden. Was? Oh, scheiße. Nimm mit doch mit, Junge! Mignon! So, okay. Ich habe vergessen, ich bin auf die rechte Schultertaste gekommen. Da springt der Charakter auch. Oh Mann. Das war jetzt nicht so ganz klar. Okay, dritter Abschnitt. Es müsste der letzte Laufabschnitt sein. Ich weiß es nicht genau. Jetzt müssen wir auf jeden Fall. Hier können wir drauf stehen bleiben. Nicht in die Irre führen lassen. So, zack, einmal hier rüber. Ich dann lock ihn, bis ich hier mir. Hier, bis ich hier raus schlau. Ach, das ging gar nicht. Okay, egal. Machen wir weiter. Oh, Scheiße! Jetzt bin ich so ein bisschen, ja, doch, ich bin so ein bisschen übermütig. Mal hier unten bleiben. Alter. Ich komme hier nacheinander. Nein, nicht oh, zu früh hochgegangen. Scheiße. Irgendwie, das war jetzt doof. Das hätte ich sofort kriegen müssen. Aber die Stelle ist eigentlich ein bisschen fies. Aber gut. Gucken wir mal. Hier stehen bleiben. Der ist schon echt ein übler Zeitgenosse, Spießgeselle, ne?
So, hier rüber. Zack. So, jetzt hier einmal warten. Das ist so von Timing her sehr... rüber, rüber. So, sehr gut. Leider haben wir schon unser Leben verloren. Könnten wir wieder eins gebrauchen. Naja! Ah, warte mal. Ich lass mich nicht beirren, ich gehe einfach weiter. Ah, oh shit, jetzt müssen wir... Jetzt kommen wir, glaube ich, nicht so hoch. Ach doch, das geht. Man kann da durch die Wand ziehen. Ja, dann ist ja kein Problem. War das so gedacht? Ja. Ich glaube, der Zwischenboss müsste gleich auch nochmal kommen. So, ach, das habe ich nicht gesehen. Scheiße, ich habe schon wieder nur auf einen Bildschirm geguckt. Ja, das passiert immer mal wieder. Dann denkt man, man kann offslacken. Oh, ich hasse es, dass ich das gesagt habe. So, okay, okay. Jetzt kommen wieder die Verfolgungsdinger und dann der Zwischenboss. Ich glaube, so war das. Ja, nicht so geil. Mit einem Energy ist man da sehr angespannt. Aber wenn wir rechts bleiben, wenn wir weiterhin rechts bleiben, geht alles gut. Alles wird gut, solange wir rechts sind. Oh Gott, das ist jetzt schon hier sehr... Ah. Oh Scheiße, das war jetzt nicht gut. Ich bin nicht... Ich war jetzt auch wirklich zu viel da an einer Stelle. Deswegen... Okay, wir haben noch ein blaues Leben. Also wie gesagt, mir ist nur wichtig, dass wir mindestens ein blaues Leben haben, bevor wir zum Boss kommen. Rüber, rüber, rüber. Warten, 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 warten. Rüber, rüber. So, jetzt haben wir auch volle gelbe Leben und ich hoffe, es bleibt so. Ich weiß auch nicht, was das Spiel mir noch so an Sachen hinwirft. Wie gesagt, wenn wir doch irgendwie zu früh oder zu blöd zum Boss kommen, mit zu schlechten Konditionen, können wir in der Levelauswahl sagen, oh, wir gehen zurück und gucken, dass wir hier bessere Konditionen haben. Und das ist wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Anstatt, dass man sagt, oh, ich muss die ganze Welt nochmal von vorn machen oder noch schlimmer, man bleibt da mit einem gelben Balken beim Boss am Ende. Das wäre schon ein bisschen drakonisch. Aber dadurch hat man so eine Möglichkeit, das einfach besser zu machen. Das ist, also scheiße, jetzt habe ich mich in die Falle gehen lassen. Okay, gucken wir mal einfach, wie es so weiterläuft. Kann das sein, dass es sogar noch mehr werden als beim letzten Mal? Es kann sein, es kann sein, es kann sein. Es geht auf jeden Fall länger, oder? Okay, jetzt haben wir es. Ja, der Zwischenboss kommt auch noch. Haben wir dafür irgendwie nochmal irgendwie so einen Balken, ein bisschen Energie? Wir können auch irgendwie nach oben. Ne, wir können jetzt nicht nach oben zählen. Okay, wie machen wir das dann? Okay, müssen wir einfach schnell sein? Ach nee, Moment. Nee, ich weiß, glaube ich. Aber ich probiere es erstmal normal aus. Nee, okay, genau. Moment, so. Wie lange hält der? Nee, wir müssen... Ja, das ist klar. Nee, andersrum. Ach, scheiße, jetzt kommt man aber nicht hoch, ne? Nee, anders dann. Wir gehen erstmal hoch. Ja, wobei, nee, das macht ja keinen Sinn, ne? Doch, wir gehen hoch. Machen dann so. Ah, dann kommt der obere nach unten, oder? Nee, doch nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen doof, aber das können wir nochmal hinbekommen. Moment. Ich muss immer sofort gedrückt halten. Ah, jetzt, okay, es hat geklappt. Alles klar. Ja, das ist ja auch ganz nett. Man hat schon fast vergessen, dass es die Zeitstase gibt, ne? So lange wir es nicht mehr gebraucht haben. Oh, aufpassen, dass wir nicht zu voreilig hier runtergehen. Ja, Checkpoint voller Gefahr. Ach, da haben wir zumindest eine gelbe Kugel. Hoffen wir, ich komme mal da dran. Die können wir so schräg nicht, ne? Dazwischen bleiben. Ja, Gott, da war nur eine kleine Lücke. Shit. Okay, das war's. Ach, nee, doch nicht. Wir haben noch ein blaues Leben. Echt? Ach, nee, Quatsch. Ach, man verliert hier nur ein gelbes Leben. Oh, das ist ja nett. Vor allem, weil dann das andere Leben respawnt. Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen zu nett. Oh. Ja, gut. Egal. Haben wir jetzt auch nichts. Oh Gott, nein. Das sieht nicht gut aus. Vor allem, weil der jetzt die ganze Zeit bei mir da rumkrebst. Oh, die Stelle ist echt gemein. Deswegen haben die wahrscheinlich da zwei Dinger platziert, ne? Okay, aber... Ja, das hätten wir eh besser machen können am Anfang. Probieren wir es nochmal. Das sollten wir hinbekommen. Ich hoffe, wir schaffen es bis zum nächsten Part vor dem nächsten Boss dann. Oh nein, ich habe schon wieder A gedrückt und nicht B. Oh, ich muss das mal irgendwann ummappen. Aber jetzt bin ich halt auch so gewohnt. Das wäre jetzt zu viel Clusterfuck, wenn ich das jetzt ändern würde. Ihr seht ja, wir können 3 wählen, dann ändern sich hier die Energiedinger. Das ist schon echt gut gemacht. Nun müssen wir uns ja leider das hier wieder anschauen. Es wird kein Fast Forward gemacht. Das ist ja schließlich... Wir tun so, als würden wir hier auf einem echten DS spielen. 2, 1. Fehlglück. Man hat sich echt viel Mühe mit einem Font gegeben. Ein eigenes Font für das Spiel gemacht, obwohl hier kaum Text kommt.
ein eigenes Font finde ich auch immer eigentlich, ist eigentlich, ne, das ist sowas, das unterschätzt man. Ich glaube, das ist etwas, was den Spielen auch so eine gewisse Identität gibt. Also, wenn man Spiele schon alleine ans Font erkennt, was wichtig ist, dass man es auf so eine besondere Art und Weise macht. Das sind ja alles so Sachen, die für Wiedererkennung eine Rolle spielen. So, jetzt einfach mal abwarten. Ach, verdammt, ey. Okay, jetzt her damit. So, ich musste wirklich den Moment abpassen. Nein! Ah, na gut. Wir können ja gleich wieder Energy bekommen. Das sind zu viele von den Pissern. Ich will ein paar von euch ausschalten. Die sind in Vergangenheit und Gegenwart und lasst mich nicht mehr in Ruhe. Ah, rüber, rüber. Oh, okay. Phew. So. Da war ja die Stelle. Jetzt werde ich mal ein bisschen mehr meine Augen aufhalten. Die Level gehen ja auch gar nicht lang, ne, muss man sagen. Also ich bin doch überrascht, wie schnell wir hier sind. Oh, fuck. Einfach rüber, einfach rüber. Ich werde euch jetzt beides dann locken. Einfach rüber, rüber. So, puh. Okay, hier müssen wir natürlich jetzt gucken, dass wir hier gut überleben, weil die Stelle ist... Ja, die kann... Ja... Ich tendiere immer noch so zu den Rändern hin, muss ich sagen. Also nicht immer perfekt, aber es klappt ja ganz gut. Also manchmal fliegen die auch so über einen drüber. Also die sind nicht immer ganz auf Verfolgung aus vom Winkel, ne? Würden die jetzt wirklich nur Winkel fliegen, wo sie genau auf mich zusteuern, könnte ich die natürlich in einer gewissen Art und Weise baiten. Das tun sie aber nicht. Und die fliegen auch teilweise unter... Ja, okay, die fliegen unterschiedlich schnell, weil sie halt schneller werden. Es gibt so einen... Also die ziehen so den Takt stufenweise an. Die werden nicht mit jedem schneller, sondern... So, rüber. Boah, das mache ich aber gerade echt gut, oder? Also muss man mich doch gerade loben. Ich glaube, ich mache es komplizierter, als es sein müsste. Pff. So. Ah. So. Dann sind wir auch fast vor dem, bei dem gelben Energy und dann sind wir sogar voll. Das ist doch gut. Ah, Moment. Andersrum. Söcher, Söderle. Das war jetzt schon wieder... Ja, das hat zu lange gedauert. Ich frage mich, ob es reicht, oft genug zu ballern. Nee, oft genug zu ballern reicht nicht. Okay. Dann werden wir mal schauen. Das ist wirklich die schwierigste Stelle in dem Level bisher. Im ganzen Spiel sogar. Ich sehe gerade den Typ nicht, der sonst immer auf mich ballert. Nutzen wir die Gelegenheit, solange wir sie noch haben. Ah, nein! Ah, egal, das Gelbe kommt ja wieder. Also diese Lücke da, irgendwie da achte ich nie drauf. Aber da das Gelbe wieder da ist, ist ja alles gut. So, weg mit dir. Oh, ich will ihn stunnen. Alter, bleib mal gestunt, Junge. Immer schön gestunt bleiben, Leute. So, okay. Okay. Das ist auch wirklich nicht lange gestunt. Alter! Ja, da war so ein Scheiß. Nein! Alter, die Stelle ist so übel. Weil der Typ mich nicht in Ruhe lässt. Nein. Oh. Rüber. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Okay. So, jetzt kommt... oh Gott, da sind auch noch so Laserbarrieren. Ich glaube, jetzt kommt der Zwischenboss. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Aber ich glaube, die Laserbarrieren werden mir nichts tun können. Ne? Die verwirren einen nur. Genau, das sind nur eine Verwirrung. Das ist scheißegal mit der Laserbarriere. Ach, fuck. Falsche Taste gedrückt. Alter, der ist blitzschnell, ich erwische ihn nicht. Ah. Ah, okay. Also auch die Taste sich zu merken, ist gar nicht so einfach. Also wirklich, da kommt man schon mal durcheinander. Okay. So, Red Hot Kick. Er hat nur zwei oder drei Aktionen, ne? Also deswegen, man kommt schon klar damit. Man muss auf jeden Fall reagieren können und dann geht das schon. Man muss so ein bisschen Reflex haben. Dann ist das kein Problem. Das ist das Schöne. Vor jeder Aktion wartet er ganz kurz. Das heißt, du kannst schon noch reagieren. Deswegen, es ist alles machbar. Aber vor so einer harten Passage dann nochmal den zu bekämpfen mit dem Restleben, die man hat. Ja, muss man gucken. Aber auch ich habe das alles noch viel schwieriger in Erinnerung, muss ich sagen. Deswegen, also, das freut mich, weil ich weiß, dass ich einfach besser geworden bin. Selbst mit meinen 30 Jahren, ganz ehrlich, ich bin bis zum 30. Alter eigentlich nur besser in Spielen geworden. Also ich bin mal gespannt, wann der Verfall beginnt. Man sagt ja so ungefähr, ja, so nach 35, dann beginnt langsam der körperliche Verfall.
Also es wird irgendwann der Punkt kommen, wo das der Fall ist, aber ich werde dann trotzdem nicht aufhören, zumindest mich an solchen Spielen zu versuchen. Was ist das denn jetzt? Jetzt haben wir wieder zwei Dinger, die wir aktivieren müssen. Boah, der lässt sich auch nicht erwischen, ne? Dieser. Oh, das ist so ein Dreister. Der ist so dreist. Gehen wir mal hier rüber. Moment, wir können hier was. Wir können ja hier. Warte mal. Ja, genau. Ach, wir haben es ja jetzt aktiviert schon. Dann wird es auch eingefroren. Ah, aber dann kommen wir nicht zurück, ne? Nee, deswegen müssen wir schon anders einfrieren. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Wir müssen nochmal zurück, Leute. Wir müssen zurück. Alles abreißen. Das war keine gute Idee. So, wir frieren hier unten. Moment, wir frieren hier unten ein, nachdem wir den aktiviert haben. So, dann ist er nämlich schon aktiv. Das hätte ich gerade bei der anderen Stelle eigentlich auch so machen können. Oder habe ich vielleicht versehentlich so gemacht? So, weg mit dir. Zum Glück macht die Berührung mit ihm keinen Schaden. Aber es ist sogar schon offen, obwohl wir die Zeit angehalten haben. Komm, wir scouten mal ein bisschen aus, solange wir nicht auf zwei Bildschirme gleich. Das war so eine dumme Idee. Ausscouten. Mann, bin ich dumm, ey! Ah, okay, jetzt haben wir natürlich wieder. Egal, wir haben die Leben, wir haben die Checkpoints. So, also, wir machen hier wieder auf. Ja, okay, andersrum, ja. So, hier schön. Oh, nein! Ah! Vorsichtig, so, jetzt zurück. Nur gucken, dass wir den jetzt irgendwie stunnen können. Also, ich mache mir da Sorgen, wenn ich jetzt springe, also, der schießt ja auch unterschiedlich frequent. Alter, der will mir folgen, ne? Was eine hinterlistige Sau das auch ist. Wirklich, das gibt's doch nicht. So eine hinterlistige. Das ist das Letzte. So, okay, jetzt werden wir nämlich hier aufgefangen. Ja, da hat man schon dran gedacht, dass ich nicht einfach scouten kann, ne? Schnell rüber. Oh, wir können. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Hoch. Wir müssen hier erstmal einfrieren. Ah! Okay, wir hätten das eh nichts mit anfangen können. Das heißt, jetzt können wir was damit anfangen und haben dann volle gelbe Energie. Also alles halb so wild. Müssen wir halt die Stelle nochmal machen. Puh. Okay. Kann es sein, dass der länger gestunt ist, wenn ich ihn mit einem aufgeladenen Schuss treffe? Das wirkte jetzt so. Ich kann jetzt eh nicht runter, ne? Also es wird, glaube ich, schwer. Ich kann mich auch nicht umgucken, also machen wir wieder mit beiden. Alles kein Ding. So. Weil es wirkt so. Na, wobei, jetzt ist er kurz gestunt. Komisch. Sehr komisch. So, also hier. Ich sehe die ganzen Typen gerade gar nicht. Wo sind die denn hin? Da waren auch gerade so zwei Viecher. Die sind, glaube ich, auf der anderen Seite, ne? Die sind jetzt weg. Warum? Er sagt mir hier nicht, das hat einen dynamischen Schwierigkeitsgrad. Das würde mir gar nicht gefallen. Weil die haben mir ja gerade Probleme bereitet. Ich kann ja einfach jetzt hier rüber hüpfen. Oh Gott, die sind jetzt hier auf der anderen, aus irgendeinem Grund auf der anderen Seite. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Okay, können einfach rüberlaufen, kein Problem. Oh Gott, es kommt noch mal alles zusammen. Alles. Ich will die aber lieber erstmal stunnen, weil die können einen sehr ungünstig treffen. Ups, 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 ups. Puh. Also mit besten Konditionen sind wir jetzt zu Gip gekommen. Ja, so heißt der vierte Boss. Ich glaube, ich weiß nicht, kommt da noch eine Passage? Wir warten mal kurz ab. Wir gucken mal. Also, das müsste auf jeden Fall jetzt das Level zu Ende sein. Genau. Also, und wie der aussieht, das werden wir im nächsten Part sehen. Auf jeden Fall heißt er Gip, weil ich ihn so genannt habe bei meinen damaligen Spiele-Tipps. Boss Guide, falls ihr euch ihn noch nicht angeschaut habt. Nur sehr zu empfehlen. Auch gar nicht so viele Rechtschreibfehler. Wer weiß. Also dann bis zum nächsten Mal. Dann geht es direkt mit dem Bosskampf los. Vielleicht mache ich auch nur eine Bossfolge, weil ich meine, der ist auch nicht so einfach. Aber wir werden mal sehen. Also, bis denne.